Und wir schauen uns jetzt mal die Vorgaben an, schauen auf Asien. Und ich begrüße heute Morgen Dr. Eckhard Wieck, Asien-Fondsmanager, heute mal in Australien unterwegs. Herr Wieck, wie schlagen sich denn die asiatischen Börsen? Ja, guten Morgen, Frau Oltersdorf. Gestern ging es ja ganz ordentlich zur Sache, also negativ gesprochen bei minus 2,4% in Asien-Pazifik, ex-Japan. Heute sieht es deutlich besser aus. Der Index bei etwa 1% plus, angeführt von Hongkong und auch Hongkong China Enterprises, also die chinesischen Titel, die in Hongkong gehandelt werden. Nur der Nikkei, der lässt auch heute ein bisschen die Anleger zappeln bei minus 0,4%. Er kämpft im Moment mit der 14.000er Marke, aber sonst rundweg eigentlich grüne Vorzeichen. Wir schauen ja hier in Deutschland auch auf den Putsch in Ägypten. Inwiefern ist das Thema auch an den asiatischen Börsen relevant? Also sicherlich auch ein politisches Thema insgesamt, aber an den Börsen heute keines gewesen. Da schaut man eher auf Europa insgesamt mit dem Problem, die momentan wieder hochkochen in Portugal und in Griechenland, die ja gestern auch zu diesen deutlichen Rücksetzungen geführt haben. Und natürlich schaut man auch weiterhin in die USA, wie es da mit der Konjunktur weitergeht, die Liquiditätsthemen in China. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die die Anleger im Moment umtreiben. Meistens eher im Moment mit negativen Vorzeichen, aber Ägypten ist heute Thema. Man schaut auf Europa, dann wahrscheinlich auch auf die EZB-Entscheidung heute. Wie wichtig ist dieses Thema für die Anleger in Asien und was erwarten Sie sich? Ja, generell ist natürlich die Politik der EZB sehr wichtig. Die Unruhe unter den Anlegern war in den letzten Monaten und in den letzten 2 Jahren über Europa ja sehr groß. Ansteckungsgefahr oder Ansteckung gab es eben auch nach Osten und so schaut man natürlich nach Europa. Von der EZB erwartet man jetzt heute eigentlich nicht so viel. Man geht davon aus, dass die Leitzinsen unverändert bleiben. Aber man hofft natürlich doch, dass Portugal und Griechenland sich nicht ausbreiten und für weitere Unruhe sorgen. Das kann man hier im Moment auch nicht gebrauchen. Leider beeinflussen kann man das auch nicht. Insgesamt sind die Asiaten tendenziell eher ein bisschen zurückhaltend in ihren Kommentaren. Aber sie sind natürlich auch verärgert, dass Europa diese Themen nicht allmählich mal in den Griff bekommt. In den USA wird ja heute nicht gehandelt. Dennoch schauen wir mal ganz kurz auf das Thema. Was erwarten sich die Asiaten von den US-Amerikanern? Na gut, da gibt es einzelne Kommentare dazu, die sagen, hoffentlich fallen sie nicht zu gut aus, denn dann erwarten wir ja, dass möglicherweise die US-Notenbank ihre Aufkäufe der Anleihen früher zurückfährt. Also man hofft ja eher auf gute Zahlen. Aber wie gesagt, auch da sind die Asiaten tendenziell zurückhaltend, was an Kommentaren oder Bemerkungen oder gar Ratschlägen an. Dann schauen wir noch mal ganz kurz ein bisschen weiter voraus. Wie sollte man sich jetzt an den asiatischen Börsen aufstellen, um am besten zu performen? Gut, momentan sehen wir die Sache durchaus sehr skeptisch. Wir sehen in fast allen Ländern, dass die mittelfristigen Trends, auch dass Trends gebrochen sind, zum Teil deutlich gebrochen sind. Einfach natürlich Japan. Es kommt im Moment zu doch wieder interessanten Erholungen. Allerdings, wie gesagt, die Trendwende, die dürfte sehr schwierig sein. Wir hatten ja schon gesprochen, es gibt eine ganze Reihe von Themen, die für Unsicherheit sorgen. Wir sehen es allenfalls dann, wenn die Notenbank doch nochmal hingehen und sagen, wir fahren eine neue Runde, die Anleger dann überraschen würde und die Indizes dann wieder neu antreiben würden. Ansonsten sehen wir die nächsten Wochen und Monate eher die Märkte mit gemischten Gefühlen und haben uns deswegen auch eher sehr defensiv aufgestellt im Moment. Aber die Chancen können natürlich auch von einem Tag auf den anderen sich wieder deutlich verbessern und da muss man, denke ich, schon ein offenes Auge haben, im Moment aber sicherlich eher vorsichtig angesagt. Dr. Eckhard Wieck, vielen Dank für diese Einschätzung heute Morgen. Ja, gerne, Frau Oltersdorf nach Deutschland.